Hey ho und willkommen. Wir haben einen Gallio, der hier Unfug macht. Nein, er geht wieder. Ich begrüße euch zu Leona im, ja, im Test, sage ich jetzt mal. Die Runen findet ihr gleich nach dem Intro. Ich erkläre euch dann auch wieder, wieso, weshalb, warum. Ihr habt gesagt, euch ist es egal, hau uns alle Videos um die Ecke. Das heißt, es kann sein, dass dieses Video ungeschnitten ist. Ansonsten wünsche ich euch so oder so viel Spaß dabei. Yeah. Und zwar bin ich mit dem Nachbeben jetzt mal hier reingegangen. Das heißt, wenn wir jemanden CC'en, dann bekommen wir für einige Sekunden Bonusresistenzen. Haben wir gedacht, bei der Leona, da CC'en wir sowieso den ganzen Tag, also wäre das doch eine gute Idee. Wupp, guter Plan. Hat der hier schon gewartet? Das ist natürlich nicht so schön. Da war ich ein bisschen zu langsam hier unten. Dann habe ich natürlich den Stoneborn Pack mitgenommen praktisch. Font of Life heißt sie jetzt. Ist natürlich auch so eine Sache, wir haben so oder so Leben, also wollen wir damit arbeiten. Oh, wir sind echt gegen den Bart ein bisschen aufgeschmissen. Aber das war auch zu erwarten. Ah, gut, Sylvia, du pushst da ein bisschen gegen. Dann habe ich... Boah, seht ihr? Also der Schaden ist schon ein klein bisschen vorhanden. Dann habe ich natürlich auch Konditionierung mit reingenommen. Habe ich ja bereits mal erwähnt hier im Fresh-Video. Ich finde es halt eigentlich sehr konstant. Wir kriegen 8 Rüstung, 8 Resistenz nach 10 Minuten. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ich würde mir halt nur wünschen, dass die Sylvia so ein klein bisschen den Push behalten würde. Summoner ist disconnected. Wieder da. Alles gut. Und dann habe ich noch die Mastery mitgenommen, mit der wir konstant Leben bekommen. Das heißt, wenn Minions in unserer Gegend sterben, 8 Stück an der Zahl, glaube ich, waren es, dann bekommen wir 0,2% Bonus Leben. So weit, so gut zu den Keystone Runen oder beziehungsweise zu dem Hauptbaum. Danach habe ich noch Dominanz mit reingenommen. Das heißt, wenn wir jemanden CC'en, machen wir True Damage bei dem danach. Autsch, gut gemacht. 13 ist jetzt hier gewesen an True Damage. Vielleicht habe ich mich hier auch ein klein bisschen verschätzt. Nein, ich lebe noch, alles gut. Und ein Ding können wir jetzt teilen. Okay. Und dann habe ich noch praktisch den Ravenous Huntler mitgenommen. Das heißt so, oder hieß es Ravenous Huntler? Nein, Randless Hunter. Das heißt, wenn wir an Kills beteiligt sind, sei es jetzt wir töten selbst oder wir CC'en nur und kriegen einen Assist, dann ist das auch in Ordnung. Dann bekommen wir außerhalb des Kampfes 8 Movement Speed, beziehungsweise es deckt sich hoch, pro Stack ein Movement Speed mehr. So. Und jetzt holen wir unseren ersten Stack. Werden dafür auch sterben, durchaus klar. Aber wir holen uns das First Blood sogar. Finde ich ganz nice im Prinzip. So, dann wechseln wir hier auf Targons. Damit wir halt mehr Gold haben, mehr Goldregeneration und ein paar Schuhe, damit wir dann ein bisschen flotter schon mal sind. Denn Leona ist weiterhin ein Champion, der kommt über sein CC. Das heißt, wir wollen ganz gerne mal auch überraschend vom Fluss aus, von mir aus oder was weiß ich, über welche Wege da rankommen und dann natürlich ein bisschen mehr CC anrichten und den Gegner so gesehen ganken. Und jetzt sehen wir hier links unten schon, wir haben ein Stack bekommen. Das heißt, wir haben 8 plus 8 Movement Speed. Sylvia, du bist leider jetzt da ein bisschen overextended gewesen. Da kann ich dann auch nichts mehr machen, außer mich dafür zu entscheiden, dass wir in die Mitte gehen. Vielleicht können wir dann, ja, da können wir auf jeden Fall ganken. Der Vega, der hat, oh, hat der da irgendwo ein Ward? Das feels like Ward hier irgendwo. Aber ich kann natürlich nicht sagen, wo. Außer der Yorick kommt jetzt noch dazu. Oh, da machen wir schon wieder gut Schaden. Tanky sind wir. Also definitiv guten Bart. Den wollen wir jetzt theoretischerweise gar nicht mehr töten. Na klar, töten wollen wir alles. Aber man hat jetzt gerade schon gesehen, ich habe meinen W aktiv gehabt und ich habe etwa 77 Rüstung gehabt. Habe ich gerade mal kurz so runtergeguckt. Tanky sind wir auf jeden Fall. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. So, Ward entfernen. Und dann wieder so tun, als würden wir rausgehen. Sobald die Vision hier weg ist, können wir hier rüber gehen. Und auch nichts machen. Schade. Wäre gut gewesen. Hätte man durchaus sich nochmal den Kill mitnehmen können. Ansonsten, tja, Leona und ihre alte Stärke. Wir sind super hart am Engagen. Wir sind super tanky. Das sind natürlich alles ein paar Vorteile, die man sich hier auf jeden Fall gönnen kann. 11 Leben jetzt aktuell durch unsere Mastery, das ist jetzt noch nicht so viel. Hier einmal das E durchsetzen, damit wir einen stärkeren Push haben. Und tatsächlich sind wir jetzt an einer guten Position. Denn als Sylvia ist es eigentlich schon so gewollt, dass wir immer wieder mal pushen.
Was hat eigentlich der Bard? Der hat Electrocut. Das heißt, der ist eher auf den Thunderlord gegangen. Okay, kann er machen. Ich ping ihr mal, dass sie vorsichtig sein soll. Lass da ein Control Ward. Bitte geh einfach mal nur ein kleines Stückchen zurück. Damit wir hier auch unseren Job machen können. Irgendwo ist der Vision. Irgendwo. Und ich weiß nicht wo. Das ist schon belastend. Entweder hier oder dort. Ich kann aber gerade nicht mehr nachgucken. Ich kann jetzt praktisch nur wieder runtergehen. Also entweder hat er einen guten Riecher dafür, muss man ihm lassen. Oder er weiß es irgendwie. Ezreal wird jetzt dann hier über einen... Woher? Das ist schon ein bisschen seltsam. Aber von mir aus. Da haben wir jetzt halt unseren Share, den nutzen wir. Naja, bald werde ich eh... So, erstmal alles raushauen, was wir haben. Könnte reichen, wird wahrscheinlich nicht reichen, weil er einfach auch wieder in die Wand geht. Schade, ich habe halt bin rangeflasht, weil ich gesehen habe, dass er gerade in die Turmrange gekommen ist durch das Rausgehen. Und da wäre es vielleicht möglich gewesen, dass man sich den Kill abholt. Die setzen aber schon wieder einen guten Fokus auf die Botlane. Gegner. Und vor allem haben die immer überall Vision, wo ich es eigentlich gar nicht so richtig vermuten würde. Sei es drum, kann man nicht wirklich ändern. Oh, nein, 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 da muss ich leider weggehen. Wäre ich jetzt direkt an den Ezreal rangekommen, alles gut. Aber so, wenn ich jetzt hier reingehen würde mit meinem aktiven W, dann würde ich hier doch ziemlich hart pushen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das möchte ich eigentlich nicht. Yorick, yo. Mach du nur dein Ding. Ist okay. Da haben wir Infernal Drake dadurch bekommen. Ich hätte mir aber durchaus gewünscht, dass der da sich mal umdreht und mir hilft. Was soll's. Wir nehmen mal jetzt die Moby Boots, werden das mit dem Roman ein klein bisschen extremer gestalten. Wobei halt auch das da oben ein bisschen traurig ist. Steht 2-0-0-2. Der Galio hier hat halt auch schon seine Resistenzen gegen den Vega, auch wenn der Vega besser farmt. Kann man nicht so viel machen, wie es aussieht. Da oben ist auch ein bisschen, na, gefällt mir alles nicht. Wir haben jetzt halt auch den Zombie Ward gesehen, wo da gewardet war praktisch. Hi. Ciao. Vega geht sehr, sehr offensichtlich runter. Kurz jetzt noch hier gucken, ich kann mir das irgendwie, nee, die haben da kein Ward. Vision ist jetzt schon eine Sache, das ist ein bisschen kritischer geworden, denn die Gegner haben natürlich jetzt die Poros, die Geisterporos, haben noch die Zombie Wards. Generell, es wird mehr Wert auf Vision gelegt, das finde ich auch gut, ja, das ist, da muss man halt auch ein klein bisschen mehr auch drüber nachdenken, wo man wie lang geht. Ja, ich bin mal da. Ja, wenn du da bleibst, dann gehe ich wieder. Das ist gerade, glaube ich, ein klein bisschen Misskommunikation, dass der Vega denkt, er bekommt einen Gank, aber den bekommt er eigentlich gar nicht. Ich bin einfach nur da. Hi, Bart. Na? So, der bekommt noch ein klein bisschen extra Schaden. Konnte da doch relativ gut mit ihm traden. Jetzt muss ich allerdings den Ward auch aufgeben. Ja, Ed, ich weiß, jeder hasst dich aktuell. Keine Sorge. Dabei spielt dieser Ed nicht mal mit der richtigen Mastery. Die Kleptomanie ist eigentlich eine Mastery, die momentan sehr beliebt ist. Die man sehr gut und gerne auf ihn mitnehmen kann. Nope. Entschuldigung. Möchte ich nicht. So. Und was möchten wir stattdessen? Wir möchten den hier weghalten. Zack. Resistenzen haben wir. Resistenzen haben wir. Einfach ihn weghalten. Wenn er schon alleine ist, dann müssen wir ihn praktisch vom Farm weghalten. Aha, ein Control Ward, ein Zombie Ward. Ich sage ja, es wird wesentlich mehr Wert jetzt auf Vision gelegt. Wir wissen nicht, wo Bart ist. Bart ist da unten. Also eigentlich schreit es fast nach einem Full Engage hier. Randa.
Komplett wegzonen. Na. Gut, sparen wir unsere Ulti. Wir machen genau das, was wir machen müssen. Und zwar Hardcore pushen A. Und B praktisch den ADC, der allein gelassen wurde, abholen. Das ist unsere Hauptaufgabe hier, nachdem eben ich jetzt da schon nicht mit roamen konnte. Joa. First Blood-Turm geht an uns, damit ist das wieder alles in Ordnung. Da haben wir praktisch also genau durch unsere Roams das erledigt, was zu tun war. Sivir kann nicht durchpushen, schade, hat keinen Mana. So, kurz hier nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einen Control-Walk vorhin gesehen habe oder nicht. Doch, dachte ich mir doch, dass da irgendwas war. Unser Team bekommt auch in der Mitte den Turm, auch das sehr nice. Jetzt geht's zurück für mich. Ich möchte mir erstmal Sidestone kaufen und hier noch ein bisschen mehr Leben. Wie gesagt, Resistenzen habe ich eigentlich im Gefühl, dass wir da durchgehend genug haben werden. Zip, zip. Und von den Resistenzen her sieht es ja so aus, wir kriegen durch unser W 45 bis 40, da wurde auch die W ein klein bisschen gebufft um 5 Punkte. Und dann bekommen wir noch prozentual jetzt durch die Konditionierung. Die 5% haben wir inzwischen auch, wir sind über der 10. Minute. Und dann bekommen wir hier nochmal 20 plus 30%. 30% sind halt jetzt auch eine Menge. Vega, was machst du da? Fällt mir gerade so auf. Das war ein schlechter Wort. Das war ein ultra schlechter Wort. Okay, er möchte direkt so drauf. Packen wir hier nochmal ein Ward rein. Jetzt wollen wir gerade im Prinzip nur hier unten halten. Der ist nichts weiter gegeben. Kein Ward hier. Schön. Hier lasse ich auch nochmal einen und gehe dann nach oben raus. Ein bisschen die Karte kontrollieren ist jetzt gerade so meine Aufgabe. Ah, danke. Danke, ich liebe es, ihr wisst es ja. Da dürften viele sein. Da kann ich ihr eigentlich nicht mehr helfen. Da kann ich ihr so an sich nicht mehr helfen. Boah. Wir gehen da rein, wir sind tanky genug. 139 Rüstung habe ich gerade gesehen während meinem W. Hätte ich jetzt die Riven auch besser getroffen, wäre das gar kein Thema gewesen. Dann hätte uns dieser Kill gehört. So ist es natürlich ein bisschen fragwürdig. Ah, der Kane, der weiß schon, dass er da gespottet wird. Vega pusht unten. Jogaf top. Auch okay. Ma, lass mich doch bitte teilen. Danke. Auch wenn du es eigentlich gar nicht so vorhattest. Boah. Das war dann doch ein bisschen zu viel. Da hätte der Yorick nicht unbedingt gehen sollen. Na, da hat er nicht mehr drauf geguckt, dass in der Mitte ist. Oder wir hätten auch da nicht mehr bleiben dürfen. Vega kommt zur Hilfe. Das ist einfaches, komplexes Design. Gut. Hammer. Aber Vega ist eigentlich so ein Champion. Den schätze ich immer so schwierig ein. Klar, er skaliert super gut und super stark. Der dürfte wahrscheinlich auch Sorcery dabei haben mit Gathering Storm. Er ist halt immer so ein skalierender Typ. Aber am besten mag ich den immer dann auch beim Team. So, jetzt haben wir hier einen Infernal Drake und einen Yorick, der halt Topseite geht. Obwohl wir hier zu zweit den locker noch halten können. Ah, Yorick, I don't like you a bisschen. Es ist... Ah, wir sind 2 gegen 2 hier in der Sekunde. Tja, mehr kann ich es nicht probieren. Ich kann da in dem Moment nur alles versuchen drauf zu kloppen. So, nehmen wir den Flash hier. Ab diesem Punkt ist es eigentlich egal. Ich kann über beide Wege entkommen. Das heißt, jetzt hat ein Flash nach links, ein Flash nach rechts. Wenn man ganz an der Wand ist, wie gesagt, ist es eigentlich egal. Man kommt so gut wie bei beiden weg. Da ich aber jetzt noch nicht weggehen möchte, gehe ich erstmal nochmal hier rüber, nehme meine Tränke und werde dann gucken, wo ich mal was abholen kann. Bisher haben wir nur bei 2 Sachen geholfen. Sag da mal, Leute, wo habt ihr denn eigentlich hier... Ich frage mich immer, warum? Warum funktioniert bei den Gegnern sowas? Dieser Vega war lange genug mal wieder in der Mitte und hätte da gut helfen können.
Ja, oder sehe ich einfach gerade nur wieder zu viele Kill-Optionen? Ping zu wenig. Ping ich zu wenig? Ja, ich ping wahrscheinlich auch zu wenig. Jetzt werde ich mal meinen Trank verkaufen. Hat mir gute Dienste geleistet, aber ich kann jetzt auch den Gebirgspanzer mir holen. Und dann nehme ich lieber den mit. Also habe jetzt ein volles Item. Das bisschen Heilung, ja, das würde schon was bringen, aber wenn man es mal kurz rumrechnet, dann haben wir hier 175 Leben plus 200 Leben sind wir bei 375 Leben und hier haben wir jetzt 450 Leben plus nochmal 50% mehr Life-Rack. Das heißt, wir haben eigentlich dadurch die Statuswerte mehr, als wir durch den Trank bekommen würden. So roundabout. Durch den Trank bekommen wir zwar auch relativ viel Leben zurück, aber das reicht mir so, wenn ich das in diese Richtung abarbeite. Bisher bin ich der am öftesten wahrscheinlich gestorben ist. Das, obwohl ich am meisten Kills gesehen habe, die halt einfach auch nicht durchgeführt wurden. Jetzt zum Beispiel hat man wieder den Punkt hier unten vielleicht die Riven, die kann man ganz gut abholen. Ah, die ist immer noch da. Ich muss mal kurz hier unsichtbar bleiben. Es kann gut und gerne sein, dass die Riven da noch drin ist. Aber so, eine Lance hier rüber und dann kann ich hier runtergehen. Man weiß es nicht. Die kann genauso gut auch rausgelaufen sein. Ah, ist sie aber nicht. Und damit kriegen wir hier eigentlich unseren nächsten Stack. Ja, damit haben wir Stack Nummer 3 gesammelt. Und da ist zwar ein. Alles, was ich hier machen könnte, wäre halt eine Ulti, aber das bringt nichts. Dann lieber da defensiv rein. Kommen wir da nochmal ran? Wahrscheinlich eher nicht. Obwohl, ja doch. Kein Mana mehr. Leute, ich habe kein Mana mehr. Ihr hört immer dieses entmutigen Drücken. Bitte, bitte. Wie in einem Shooter, wenn das Magazin leer ist. Ihr kennt es ja. Das ist sehr traurig. Du möchtest einen Red Buff haben? Okay. Nur würde es sich bei Leona irgendwie nicht lohnen, wenn wir mit ihr in den Zaubererbaum gehen. Inspiration wäre noch eine Überlegung wert, dann hätte man die Kekse, dann hätte man grundsätzlich mehr Mana. Das wäre durchaus noch eine Möglichkeit, aber ich wollte es halt einfach mal ein bisschen offensiver probieren, vor allem auch, wenn man diesen Rentless Hunter ein bisschen ausgesteckt hat. Ich habe im Moment 4x18, wie viel, ne? Haben wir gerade 32 mehr Movement Speed, einfach nur durch diese Mastery und ich mag das ja außerhalb des Kampfes, schnell mobil sein, von A nach B laufen, Roamen etc. ist eine schöne Sache. Ist jetzt nicht mehr ganz so effektiv, also ich habe schon sehr viele Erfahrungspunkte eigentlich links liegen lassen. Ich musste mal gucken, ich bin Level 8, mein Team ist 12, 10, die Gegner auch so, 12, 10, 10, 10, also alle sind eigentlich höher als ich. Das heißt, ich muss auch mal wieder darauf achten, dass ich ein bisschen zu Erfahrungspunkten komme. Wobei ich bei der Leona auch nur so an manchen Punkten. Ich brauche halt ein paar Schlüsselpunkte, sage ich jetzt mal. Gib mir dir, lass mich dir ein. Lass mich dir ein Schild geben, damit ich einen Assist bekomme. Leider nein. Ja, du nervst, du nervst, du nervst. Top wieder zwei gestorben. Muss man eigentlich schon wieder zurückgehen und oben verteidigen. Vega sieht das nicht ein. Ein Punkt, wo eigentlich Vega sofort zurückpotten müsste. Es sind oben zwei gestorben. Wir brauchen Verteidigung. Also ich hoch oder ich in die Mitte. Vega pottet in die Mitte. Gut. Hab schon bessere Teleports gesehen. Aber was soll's. Und wir in die Mitte. Auf die Top Lane. Ja. Dann teile ich ihm hier noch 1, 2, 3. Dann kommen wir auch wieder zu ein bisschen Geld und vor allem auch Erfahrungspunkte. Mir fehlt zum einen hier, wen ich noch nicht gekillt habe. Das muss man im Kopf behalten. Finde ich ein bisschen traurig. Also es ist im Moment Galio und Kayn, die bisher noch keinen, auf die ich noch keinen Kill habe. Beziehungsweise keinen Assist. Warum gehst du da so hart raus? Mal schauen, ob er auch rauskommt. Ja, ansonsten wäre ich bereit gewesen, hier rüber zu flashen, ihm ein Schild zu geben. So, Ward entfernen. Kurz mal ein bisschen zonen. Und so tun, als würden wir weggehen. Aber wir bleiben mal kurz noch da. Ne, alles okay. Dann lasse ich hier noch einen Ward. Chip.
dass der Jogarth da oben gesaunt ist, beziehungsweise die Vision hat. Und ich muss eigentlich schon so gut wie wieder zurückgehen. Jetzt geht der Yorick runter. Jetzt geht er runter, weil er sagt, hey, jetzt ist der Turm, der Drache da unten wichtig. Da denkt man sich, what are you doing? Naja, den wollte ich eigentlich schon teilen. Teilen wir alles andere. Wichtig ist hier, dass der Herald halt keinen Unfug macht. Beziehungsweise mir ist das gerade sehr wichtig. Wir machen einen typischen Fehler hier gerade, dass wir nicht zu Rande kommen, obwohl wir eigentlich doch ein starkes Catch-Team haben. Wenn wir jetzt unsere Team-Comp anschauen, dann haben wir über unser CC, haben wir durchaus eine Möglichkeit. Ihn schicken wir mal ganz weit weg. Bleiben dann weiter hier. Vielleicht hier noch rübergehen. Wir geben unserem Yorick die Zeit, die er braucht, um da den Drachen zu machen. Und dann kann der auch einfach gehen. Ist vollkommen in Ordnung. Ich habe mich gerade hier von Drachen geopfert. Aber das Smite-Duell würde wahrscheinlich zugunsten von Kayn rausgehen. Vor allem, weil der auch die Möglichkeit hat, mit sehr viel Schaden über die W-Fähigkeit zu kommen. Mag der ein oder andere jetzt als verschwendeten Tod ansehen. Ich persönlich sehe es als Worth an. So ein Mountain Drake kann uns durchaus nochmal einen Baron sichern oder sowas in die Richtung. Mach mal. Machen wir. Wir sind eh schon viel zu oft gestorben. Das heißt, wir sind eh nur noch ein Stunbot im Endeffekt. Also, kann man machen. Wo liegt eigentlich unsere... Oh Gott, so einer bist du. Unsere Win Condition, wo liegt denn die? Die liegt eigentlich im skalierenden Jogarth auf der Toplane, der natürlich hier bei Grasp of the Undying viel Leben haben möchte. Wobei ich 95 Leben jetzt halt nicht als viel ansehe. Wahrscheinlich wird er auch hier die Mastery, die ich dabei habe, das Overgrown dabei haben. Da stirbt der Yorick mal wieder. Yorick steht mit 1103 unterwegs. Also den haben wir einfach in vielen Situationen nicht so rausfokussen können, wie es nötig gewesen wäre. Und immer wieder haben wir jetzt gerade noch das Problem, dass wir auf Sidelanes unterwegs sind. So zum Beispiel eine Riven ist auf einer Sideline unterwegs, wo sie nichts verloren hat. Hey, Riven, das kennst du doch, ne? So, passt. Das kennt sie ja schon, das kennt sie ja schon. Da brauchen wir uns nicht mehr wundern. Gleichzeitig glaube ich aber, dass der Kayn wieder runterkommen wird, um die Sivir abzuholen. Das war so das Ritual von denen vorhin. Also bleiben wir diesmal hier ein klein bisschen in der Nähe und schauen, wie wir sie diesmal retten können. Ich muss mich in respektablem Abstand halten, weil der natürlich über alle Wendenwege kommen kann. Und... Autsch. So, dann haben wir auch den. Ich gehe dann einfach mal. Ja, das flashen wir, dann kommen wir vielleicht noch raus, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Kommt aber wenigstens noch das Ignite raus. Ist für mich in Ordnung. Vor allem haben wir jetzt auch den Stack bekommen auf den Kayn. Wir haben im Prinzip auch viele Leute runtergezogen. Jogarth da oben kann auch sein Ding so weitestgehend machen. Passt. Was haben wir denn noch zu töten? Ich glaube der Galio. Der Galio fehlt noch. Riven, ja, Galio noch. Ist natürlich auch ein Gegner, der jetzt eher schwer für uns zu töten ist. Wäre schön gewesen, wenn wir hier in der Mitte den Stack bekommen hätten. Aber die war halt einfach leider nicht so. Was soll's. Kann man nicht ändern. Ja, der Jogarth, der hat gar so seine Ulti noch nicht. Jetzt hat er sie wieder. Oh Gott, das würde mich tilten an seiner Stelle. So, extra Schilde sind bereit. Schildbot, Stunbot ist im Haus. Na, was machen wir jetzt weitergehend? Mir fällt es gerade so auf, dass der Sound hier auf diesem Account ultra leise ist. Entschuldigt dafür und entschuldigt auch dafür, dass es jetzt lauter wird. Lauter. Warte mal, da unten. Ich könnte doch vielleicht da unten meinen Stack jetzt bekommen. Ja. Blöder Zombie-Ward. Hier noch ein Ward. Die werden gerade nicht am Dings sein. Ja. Die werden gerade nicht am Baron sein. Dafür haben sie zu wenig Kontrolle über das, wo wir sind. Jump, jump,
Du darfst den auch gut und gerne nehmen. Na, hilf mir doch. So. Ich habe es hier nicht nötig, noch ein klein bisschen weiter zu gehen. Ich will ihn nur von dem Wards wegdrängen im Endeffekt. Hallali. Okay, da kommt der Vega. Da kommt der Vega und macht sein Ding. Wir können hier anscheinend wirklich den Turm nehmen. Relativ free. Kane ist hier. Galio kommt noch nicht. Inhib. Inhib for free. Das mag ich doch. So, und zurück zu... Was hast du davor? So, alles, was wir hier noch retten können, ist unser Kill auf dem Galio. Und der wird hier auf 3 Jahre gestunt. Wir haben alle unsere Stacks fertig. War doch okay von der Sivir, dass wir da bleiben. Trotzdem ist sie halt gestorben und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir weitermachen. Ach ja, stimmt ja. Der kann den ja inzwischen alleine machen, der Yorick. Da war ja was. Es gibt jetzt einige Champions, die können den Baron wieder solo machen. Ein Problem, das Riot wohl nie in den Griff kriegen wird. Sagen wir es ganz einfach so, sie werden es wohl nie hinkriegen. In jener Preseason gibt es den einen oder anderen Champion, der dazu in der Lage ist. Hier eben jetzt heute mal Yorick, gerade deswegen, weil er halt auch zu zweit unterwegs ist und weil er keine besonderen Items hat. Der hat nichts Besonderes, der ist nicht sonderlich gefarmt, der ist nicht sonderlich gefeedert und hat trotzdem gerade einen Solo-Baron hingelegt. Gut, der Mountain Drake wird sicherlich dazu beigetragen haben. Das war also auch unser Verdienst vorhin, unser Opfer. Hey, du Opfer. Aber gut. Also Leona ist doch ein Champion, der sehr, sehr, sehr stark aktuell ist. Einfach nur, weil wir dadurch alles wieder in der Hand haben. Wir sind die Engage-Komponente. Jetzt würde ich mir wünschen, dass ein bisschen die Leute noch runterkommen. Da das aber nicht geschieht, lassen wir mal ein Wort da. Wir sind anwesend, ja. Wir buffen die Minions. Leider wurde aber jetzt die Wave, die wir hier haben, nicht so genutzt, wie man sie nutzen kann. Ja, ich tank das mal noch ein bisschen. Boah. Wir haben überragende 20 Schaden am Turm gemacht oder so. Keine Ahnung. Viel wird es nicht gewesen sein. Und während der Vega farmt und die anderen den Drachen machen, den Drachen kann ich noch nachvollziehen. Aber was der Vega macht, verstehe ich nicht. Warum macht man in so einer Situation den Drachen? Wenn man auch was Großes haben kann. Ich buff mich einfach mal. Ich habe ja die Schilde. Mach halt hier solo auch einen Turm, wenn sonst schon keiner kommt. Wäre schön, wenn man da mal sich runter bewegt, die Rotations annimmt. Einfach nur rotieren und mit dem Team. Aber das haben wir hier öfter mal jetzt das Problem gehabt, dass das Team nicht so wirklich rotiert. So, da möchte ich dann teilen. Chop. Warum auch? Warum auch? Oh, die Soundvoice von der Ezreal Ulti ist ein bisschen verbuggt, wie ich gerade mitbekommen habe. Die war gerade ein bisschen hinten dran. Oh Gott. Dem kann ich da hinten nicht mehr unbedingt helfen. Er schafft es trotzdem. Galio da drüben könnten wir vielleicht noch töten, wenn wir Bock drauf hätten. Ah komm, Solo-Aktion. Ah, der hat das Schild bekommen. Dann lassen wir das. Ah. Ich bin golden. Ja, wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Okay, der letzte Tod praktisch vor dem Sieg. Wir haben das CC-Rod fertig, das heißt der letzte Push über die Top-Lane, der wird hier auch praktisch durchgehen. Ja, was wollt denn ihr jetzt? Toxic Mates sind am Start. Letzte Control-Rod können wir dann auch noch mitnehmen. Aber haben wir gerade einen? Nee, das ist nicht meiner. Ich habe keinen Control-Rod gesetzt. Doch, ich habe hier vorhin eingesetzt. Wurde gerade noch zerstört. Ich habe auch nicht die Zombie-Wards dabei, das habt ihr gemerkt. Ich bin offensiver gegangen. Zombie-Wards. Ich sag's jetzt mal so, Zombie Wards sind gut, aber ich möchte momentan anderes testen. Mit den Zombie Wards habe ich mich schon ein bisschen damit zurechtgefunden, sind durchaus nice für kontrollierte Spiele.
dass man da ein bisschen Vision behalten kann. Sind vor allem auch ein schöner Bait, wenn man jetzt halt eben mit einer Leona unterwegs ist und da vielleicht noch jemanden catchen möchte. Da kann man das alles machen. Not bad, Galio. War das die Ulti gerade von Vega? Ja, es sah so aus. Ist auf jeden Fall eine Mastery, die, oder eine Rune, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Ich persönlich nehme es halt jetzt hier nicht mit. Für Testgründe. Ja, das ist schön. Da kannst du mich kreuzweise, Vega. Ja, ja. Also, das ist einfach so ein Punkt. Man lässt dem Supporter nie scheren, also. Also holen wir uns unsere Kohle so. Ah, wir zonen hier gerade permanent eigentlich. Was? Na gut. Ja gut. Jetzt haben wir's. Währenddessen haben unsere Minions die ganze Zeit gepusht. Ah, 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 ah. Mich tötest du nicht. Den kannst du töten, mich nicht. Danke. Wahrscheinlich wäre es schon effektiver gewesen, sage ich euch mal noch so nebenbei, wenn ich dem Vega die AP lasse. Aber, wie bereits erwähnt, da kommt der Egoist vom Supporter raus. Na, der Supporter möchte halt seine Kohle haben. Und er kriegt da einfach viel zu selten. Leona funktioniert mit Aftershock, also Nachbeben, sehr gut. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, gewiss.